In diesem Video möchte ich das Telekom Speedport Smart vorstellen. Das Telekom Speedport Smart ist ein Multifunktionsgerät. Es enthält eine IP-basierte Telefonanlage, einen LAN-Router, einen WLAN-Router für kabelloses Internet und ausgewählte Smart-Home-Funktionen. Zum Lieferumfang gehört die Bedienungsanleitung, ein Netzteil für die Stromversorgung, das Gerät selbst, hier das DSL-Anschlusskabel zum Anschluss am Telefonanschluss, hier ein Kabel, wenn Sie einen Glasfaseranschluss nutzen sollten, ein Netzwerkkabel zum Anschluss von PCs oder Laptops und hier noch eine Wandhalterung, womit Sie das Speedport Smart auch statt hinzustellen an der Wand anbauen können. An der Rückseite gibt es hier verschiedene Anschlussmöglichkeiten. An der DSL-Buchse wird das mitgelieferte DSL-Anschlusskabel angeschlossen. Die Gegenseite kommt hier in Ihre TRE-Telefondose. Das Ganze erfolgt ohne Splitter, das heißt also direkt nur das Kabel verbinden. Das Speedport Smart ist geeignet für DSL, VDSL und VDSL Vectoring. Alternativ, wenn Sie einen Glasfaseranschluss haben, gibt es hier noch dieses blaue Verbindungskabel. Dieses wird hier über diesen blauen Port mit Ihrem Telekom Glasfasermodem verbunden. Highspeed Internet zu Hause erfolgt hier über diese vier LAN-Buchsen. Auch ein Netzwerkkabel ist dabei. Sie können natürlich auch eigene dann verwenden, auch längere Kabel, um Ihren PC oder andere netzwerkfähige Geräte anzuschließen. Neben Highspeed-Internet über das Netzwerkkabel unterstützt das Speedport Smart natürlich auch WLAN, also kabelloses Surfen. Dabei sind alle gängigen Standards integriert. Auch der Parallelbetrieb von 2,4 GHz und 5 GHz ist mit dem Speedport Smart möglich. Über den AC-Standard zum Beispiel werden auf 5 GHz Geschwindigkeiten von bis zu 1700 Mbit pro Sekunde erreicht, also Highspeed-Surfen kabellos. Gäste-WLAN ist ebenfalls integriert und besonders leistungsfähig ist das WLAN auch durch die 4x4 Antennentechnologie. Multi-User MIMO wird hier unterstützt, also einer der gängigen neuen Standards, um einfach mehrere WLAN-Endgeräte gleichzeitig mit Internet zu versorgen. An der Vorderseite des Routers gibt es hier verschiedene Info-LED, zum Beispiel ob die Online-Verbindung steht oder auch die Telefoniefunktion erfolgreich angemeldet ist. Dann gibt es hier noch einen Taster für WLAN, damit können Sie das WLAN auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Mit dem Anmelden- und WPS-Taster können Sie neue WLAN-Geräte schnell verbinden. Das funktioniert aber auch hier über diesen NFC-Chip, wenn Ihr Smartphone entsprechend NFC-fähig ist. Und dann gibt es hier noch die Telefonsuchen-Taste. Denn das Speedport Smart ist auch eine Deckt-Basisstation. Bis zu 5 schnurloser Telefone, zum Beispiel hier dieses Speedphone der Telekom, können mit dem Speedport Smart verbunden werden und dann mit HD-Voice-Qualität telefonieren. Natürlich können Sie nicht nur schnurlose Telefone mit dem Speedport Smart verbinden, sondern über diese beiden TRE-Buchsen auch analoge Endgeräte wie zum Beispiel Fax- und Analogtelefon. Hier ist dann auch der wesentliche Unterschied zum Speedport W925V, was ansonsten relativ ähnlich ist. Zum einen gibt es hier die Klemmbeschaltung für die analogen Ports und zusätzlich hat das Speedport W925V auch hier einen integrierten ISDN S0 und ebenfalls auch mit Klemmbeschaltung. Das heißt also, an dem anderen Gerät können auch ISDN-Telefone und ISDN-Telefonanlage am Telekom-IP-Anschluss weiterhin betrieben werden. Zusätzlich ist hier noch ein USB 2.0 Port am Speedport Smart integriert. Hier kann zum Beispiel eine Festplatte oder ein Drucker angeschlossen werden, um gemeinsam im Netzwerk damit zu arbeiten. Hier wird das Netzteil angeschlossen. Es gibt hier einen versenkten Reset-Button und einen Button für den Neustart des Gerätes. Wie es der Name Telekom Speedport Smart schon vermuten lässt, sind auch einige Smart Home Funktionen bereits integriert im Gerät. Das heißt, Sie können damit Ihr Haus steuern, vernetzte Rauchmelder oder Schaltsteckdosen nutzen. Welche Funkstandards unterstützt werden, erfahren Sie auf unserer Webseite. Für alle Funktionen von Telekom Smart Home und alle Funkstandards empfehlen wir weiterhin die separate Basis Telekom Smart Home Base 2.0. Auch dazu finden Sie Infos auf unserer Seite. Das Telekom Speedport Smart ist optimal für den IP-basierten Anschluss der Telekom geeignet. Ist die ideale Voraussetzung auch zur Nutzung von Entertain TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom. Wenn Sie ansonsten ISDN-Endgeräte auch anschließen und weiterhin benutzen möchten, wie zum Beispiel eine fahrende ISDN-Anlage, dann empfehlen wir alternativ das Speedport W925V, was ansonsten relativ bauähnlich ist, nur die Smart-Home-Funktion steht dann nicht zur Verfügung.
Das Speedport Smart erhalten Sie zum günstigen Kaufpreis oder alternativ auch als Endgeräte-Service-Paket zum günstigen Monatspreis. Sie können den Router direkt online auf unserer Internetseite bestellen. An unserer Hotline-Alternativ beraten wir Sie gern zu den Tarifen der Telekom, also zu einem Neuvertrag, Anbieterwechsel oder auch zu einem Tarifwechsel, zum Beispiel von DSL auf schnelleres VDSL oder die Erweiterung um Entertain TV, dem Fernsehen der Telekom. Rufen Sie uns unverbindlich an und wir beraten Sie gern.